So, willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk, heute mal im Stream. Die Folgen werden übrigens wieder geschnitten. Und wir haben jetzt nicht mehr allzu viel. Also wir machen jetzt momentan nur noch Nebenquests, Hauptquests haben wir nur noch eine, dann sind wir mit dem Spiel durch. Mich hat gerade meine Allergie, nämlich gerade kurz vor der Aufnahme mal eben voll erwischt. Deswegen kann es dann, dass meine Stimme sich etwas anders anhört, weil meine Nase ist komplett zu gerade. Und ja, es ist quasi wie der Schluck auf. Er kommt unangekündigt und nervt mich immer dann, wenn ich aufnehmen will. Du kommst nicht mehr. Wäre eigentlich besser gewesen. Warum? Ich arbeite sonst nur mit Fixern. Klienten, die keinen wollen, machen meist nur Ärger. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Das muss jeder andere auch. Mag sein, aber keiner so sehr wie ich. Fick die Wand an, du bist... Ich bin's. Lizzie Wizzy. Komm, setz dich. Reden wir. Okay, also worum geht's? Na was wohl? Ich hab Probleme. Welche Art? Gute Frage. War ein hartes Jahr. Kreatives Loch. Hab seit Ewigkeiten keinen Hit mehr geschrieben. Und was alles noch schlimmer macht. Ich hab mich verliebt. Wie tragisch. Warum tragisch? Früher oder später enttäuscht die Liebe einen nur. Eher früher als später. Und? Geht's um einen Mann? Oder eine Frau? Shit, diese Hände. Manchmal fliegen schon Funken, wenn ich nur was streife. Ach, egal. Es geht um einen Mann. Liam Northam. Wir sind seit ein paar Monaten zusammen. Aber ich glaube, er geht fremd. Okay, woher der Verdacht? Ach, richtig peinlich, so klischeehaft ist das. Geflüsterte Telefongespräche im Bad, seltsame Quittungen, geheime Meetings mitten in der Nacht. Erinnerst du dich an was Konkretes? Mein Gedächtnis ist leider ein heikles Thema. Warum? Für die Antwort kennen wir uns nicht gut genug, wie? Hast du mit ihm gesprochen? Unter vier Augen? Du bist drollig. Stell dir vor, wir sind nie alleine. Nicht wirklich. Immer von Assistenten, PR-Teams oder Visagisten umgeben. Würde ich ihn nur eine Millisekunde nicht anstrahlen, wären die Screamsheets voll mit Gerüchten. Verstehe. Tust du nicht. Du weißt nicht, wie es ist, Millionen Augen auf dich gerichtet zu haben. Permanent. Es kann herrlich und beängstigend sein. Liam Northam. Noch nie gehört. Erzähl mir was über ihn. Um die 40, sensibel. Ein Mann, der immer alles hatte. Kennst du die Art Mensch? Soll's geben. Wer kennt ihr euch? Er ist mein Manager. Ich weiß, wie das klingt. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht mal mein Typ, aber... Aber? Selbst wenn der Körper zu chrom wird, bleibt das Herz gleich. Es will, was es will. Also, was spiele ich dabei für eine Rolle? Was willst du? Beweise. Und dann beende ich es. Für immer. Liam geht ständig ins Riot. Ich glaube, er trifft da jemanden. Ich will wissen, wen. Du findest es raus. Moment. Und die Kohle? Die kriegst du. Will ich hoffen. Aber wie viel? Gott, wie mondän. Keine Ahnung. Tonnenweise Credits. Zufrieden? Für uns Normalsterbliche zählen solche mondänen Sachen. Sie entscheiden manchmal, ob wir leben oder sterben. Spar dir die Predigt. Willst du den Job jetzt? Verlass dich auf mich. Perfekt. Aber denk dran, ich will Fakten. Konkrete Details. Möglichst Aufnahmen oder Fotos. Klar, schon kapiert. Gut, jetzt geh.
Diese Woche nicht in der Stadt? Okay. Das ist neu. Das ist ja nicht in der Stadt. Das ist übrigens dasselbe Hotel, was wir hatten, wo wir die Stroud genagelt haben. Und natürlich auch dasselbe, wo wir hier durchgegangen sind. Wo hier müsste das sein? War das hier, glaube ich? Nee, hier war das nicht, ne? Das ist auf jeden Fall dasselbe Hotel, soweit ich das weiß. Oder ist das das doch hier gewesen? Wo wir die Kugel in den Kopf bekommen haben. The City of Broken. Genau. In der Stadt würde ich nicht leben wollen. Dass der diese Woche nicht in der Stadt ist, ist mir übrigens neu. Das kenne ich so nicht. Normalerweise bekommst du direkt den Namen und dann, fährst du direkt dahin und machst das Ganze. So, ich trinke mal kurz Wasser, dann machen wir sofort weiter. Aha, genau, der Tugo hat übrigens das anders gemacht mit dem Lermain, deswegen antwortet der auch bei ihm ganz andere Sachen. Wo ist denn mein Dell hier? Nein, wir haben die ja verschmolzen, glaube ich, und er hat das irgendwas anderes gemacht. Ich denke, er hätte, glaube ich, den Kern zurückgesetzt. Navi, das ist eigentlich... Geh mal weg hier. Das ist eigentlich keine Durchfahrt, aber Navi sagt, hier fahr mal durch. Ja, deswegen, mal gucken. Ich will ja noch einen Durchlauf machen, wo wir den weiblichen Charakter spielen, wo wir dann das mit Judy machen. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Wann das kommen wird, weiß ich noch nicht. Also das wird auf jeden Fall sehr lange dauern, bis ich das soweit fertig habe, weil aktuell habe ich Cyberpunk jetzt nur für den Stream geplant, beziehungsweise zwischendurch mal so aufgenommen jetzt. Oder beziehungsweise ich mache es dann halt auch so, oder ich nehme es dann halt so auf, wenn wir dann natürlich kein Internet haben, dass der Upload natürlich nicht funktioniert, weil das kann auch öfters passieren. Nächste Woche wahrscheinlich gibt es bis auf Dienstag, Dienstag wahrscheinlich ein Stream, die restlichen Tage nicht. Also Samstag dann erst wieder, weil ich habe dann Spätschicht und ich habe dann... Ja, ist aber so, es macht wenig Sinn, dann für eine halbe Stunde den Stream anzuschmeißen abends. Da kann ich dann lieber noch eine halbe Stunde so aufnehmen, manche Projekte. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich nächste Woche überhaupt zum Aufnehmen komme ab Mittwoch, weil, ich kriege einen Zahn gezogen und da wird es wahrscheinlich sein, dass ich nicht mal das Maul aufkriege. Deswegen, weiß ich noch nicht, ob wir da irgendwas machen können. Maiko hat angerufen. Vor Sonnenuntergang, vor dem Megatower. Kommst du vorbei? Natürlich. Ja, kommen wir. Dann sehen wir uns. Können wir das auch direkt machen. Aber Folge sollte ich eigentlich, ich müsste nachher mal auf meinen Zettel gucken, weil ich mache mir momentan Notizen, was vorgeplant ist, dass ihr auch weiterhin Content bekommt. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass wir relativ hoch sind, schon aktuell sind bei 55 Leuten auf YouTube, das ist schon echt viel, nice. Dass ihr auch dahin weiterhin Content bekommt, dass ihr da auch Sachen habt zum Gucken. Was habe ich denn hier golden? Ach, das sind die Cops. Okay, die stehen da einfach. So viel nämlich dazu. Ja, stimmt, bei Dilemmen habe ich ja gar keine Musik. Also wie gesagt, ich werde das noch machen, mal irgendwann zwischendurch. Und für die Leute, die übrigens Skyrim nicht gucken, oder zwischendurch mal gucken, da werden wir nicht alles machen können, weil wir da eine Quest haben, die wir nicht abschließen können. Und das ist natürlich schon ein Problem, dass ich halt die Quest nicht abschließen kann. Denn ich müsste einen Cheatcode benutzen, um den wiederzubeleben. Das Problem ist, das wird nicht funktionieren, weil... Der Typ keinen Kopf mehr hat. Wir haben ihn irgendwann mal geköpft, glaube ich. Und deswegen kann ich den auch nicht wiederbeleben und dann nochmal umlegen. Deswegen, das funktioniert leider auch nicht. Deswegen machen wir momentan da den DLC-Part und ich denke, dass wir da vielleicht auch irgendwann mal nochmal so eine zweite Runde starten werden. Vielleicht mit Mods oder so. Ich werde dann mal schauen. Schon, Baby. Claire? Unterm Wagen! Das sehe ich! Hey Claire, wie? Oh, ja, cool. Eine Sekunde, okay? Meine Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Was ist das für ein Rennen? Irgendwelche Regeln?
Nicht viele. Man fährt zu zweit. Fahrer und Schütze. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut. Fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Okay. Es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Was springt dabei für uns raus? Die ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Ab jetzt schon Gänsehaut. Hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht's nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge, ich fahr keine Seifenkiste, okay? Dein Auto, meins. Du bist am Pedal, du entscheidest. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Einer dieser Tage. Hab dich gar nicht angesprochen, aber okay. Wollte ich mir noch was gucken? Was ist denn jetzt hier? Ah. Das ist ihr Mann gewesen. Ja, und das ist übrigens auch der, der tot ist. Und nachher findet man etwas sehr Interessantes über sich heraus. Und das wusste ich nämlich auch nicht, aber in Night City ist halt alles möglich. Man hätte auch kein Lookup mehr hier stehen, oder? Ach, da ist er. Ja, aber das verrate ich euch übrigens nicht, dass Krimo nachher raus in die Rennen gefahren sind, deswegen machen wir das später. Wir müssen jetzt bei jedem warten nach einem Tag. Ich würde ganz gerne was machen hier. Und Mirage. Ach nee, warte mal, Judy hatte angerufen, ne? Triff dich mit Elizabeth, müssten wir auch noch machen. Die Graffitis haben wir auch fast alle. Triff dich mit Regina, machen wir auch. Darauf die machen, weiß ich noch nicht. Das würde ich aber dann relativ spät machen, dann will ich den vorher umskillen. Wo habe ich... Das können wir doch machen, geiler Schlitten. Also wir überhaupt hier was machen? Hier ist ja noch keine Action hier gewesen, gibt's ja gar nicht. Weil ich mache heute nicht allzu lange, so 2 Stunden, und würde dann ganz gerne so vier Folgen machen. Also jeweils auf 1/2 Stunde circa. Und dann
Dann könnte ich die nämlich schneller rendern und hochladen. Jetzt will ich hier noch ein bisschen Action haben. Aber ist ja schlimm, dass alle immer das Ewigkeiten dauert, bis die sich mal melden. Aber ich werde gleich auf dem Motorrad umsteigen, glaube ich. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Aber wir haben auch keine anderen Sachen hier gerade in der Nähe, die ich mal im Team mitmachen könnte. Weil ich glaube, Carrie müsste sich jetzt auch nochmal jemanden melden. Das ist halt das Problem. Es dauert halt einfach viel zu lange, bis die sich melden. Und dann weißt du halt nicht, boah ey, was jetzt? Ist jetzt das eine Mission mehr? Kannst du nichts mehr machen. Bist du oben durch die Gegend, kannst das auch nicht überspringen mit dem Schlafen. Ja, das ist so ein bisschen doof gelöst, meiner Meinung nach. Noch so ein Auto, mit was ich nicht fahren würde. Kein Auto für mich. Er hat unsere Nummer bekommen von dem Captain. So, was haben wir denn hier in der Nähe, dass wir überhaupt was machen können? NCPD-Delikte. Wir können das Ziel hier sabotieren. Machen wir doch das hier. Okay. Navi, würdest du uns mal dahin schicken? 250? Klingt doch mal hier, Anfänger. Was soll das sein hier? Ah, hacke den Hacker. Das ist nicht mein Amerika. Nee, ich normalerweise hier jeden kontrollieren, der irgendwo hingeht, wenn das doch alles X-Speed gehört. Tüte, ja, Tüte ihn, ja, wir müssen mal gucken. Lass mich erstmal einen Blick da reinschmeißen, wie das überhaupt gleich oben aussieht. Ach ne, warte mal, Waffe. Okay, ist richtig. Ah, okay, so eine Mission ist das. Habe ich jetzt schon gesehen? Komm schon raus, Drecksratte. Komm ich nicht dran.
Problem ist, wenn ich die Dinger ausmache, dann ist das Problem, dass wenn sie die wieder anmachen, dann uns natürlich dann auch wieder schneller sehen. Deswegen hole ich die meistens immer um. Ach, verdammt. Noch technische Fähigkeiten. Was ist denn das hier überhaupt für ein Laptop? Den Erfolg lohnt sich durchzugehen. Nein, zu weit weg. Was? Was ist mit deiner Stimme? Schade. Und in dem Zustand rufst du mich an? Nein! Was? Ich sagte nein! Ist mir egal, was du sagst. Ich will nochmal einen Ping hier. Hier muss ja noch eine Kamera. Ist aber nicht. Nicht dich da runterschmeißen? Nö, schade. Nein, wir haben noch nicht genug gespielt. So, der Lukas ist jetzt auch down. Irgendwo hinschmeißen, dass da eine Mülltonne liegt oder so. Warst du zu langsam, Kollege? Wer ist das hier? Oh, ich glaube, den haben wir schon erledigt. Nice. Was macht die denn da? Ja, so viel dazu, dass ob ich da runterspringen kann. Das funktionierte leider nicht.
Ausgezeichnet wie immer, V. So schnell werden sich die Sixer nicht mehr in meinem Revier blicken lassen. Und die Sache mit Lucius Thorin? Mhm. Perfekt. Auftrag erledigt.